Ja, wir haben ja heute in der Ratssitzung das Thema Verwaltungsmodernisierung und Haushaltskonsolidierung. Ein schön langer Begriff, auch ein bisschen sperrig. Was verbirgt sich jetzt dahinter? Im Grunde genommen verbirgt sich dahinter, dass die Haushalte der Stadt Braunschweig defizitär sind. Die Verwaltung hat ausgerechnet, dass wir rund 50 Millionen Euro Minus pro Jahr machen. Und das ist natürlich kein schöner Zustand. Wir, die Linke, haben mehrfach seit Jahren vorgeschlagen, dass wir die Einnahmeseite stärker betrachten wollen, beispielsweise die Gewerbesteuer angemessen anheben, dass wir die Belastung Stadttheater mehr auf das Land übertragen wollen, Ungleichbehandlung von Braunschweig beenden und vieles mehr. Das sehen alle anderen Fraktionen aber anders. Die wollen kürzen und Personal abbauen. Und deshalb haben Sie sich eine schöne Überschrift einfallen lassen, weil Sie wollen das ja nicht so genau sagen. Und deshalb heißt das jetzt Verwaltungsmodernisierung und Haushaltskonsolidierung. Hört sich gleich viel besser an als Kürzen und Personalabbau.